Moinsen, Freunde der totalen Gameplay-Blamage und herzlich willkommen zu einem weiteren Wargames-Video hier auf meinem Kanal. Warum Gameplay-Blamage? Ganz einfach, weil ich euch heute den Skin, den ihr hier schon sehen könnt, Purpurschatten von Willow, vorstellen möchte. Ich habe ihn mir noch gar nicht angeguckt hier im Spiel direkt und das werden wir jetzt gleich nämlich einmal gemeinsam tun. Das ist der Standard-Skin in Pink, sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich persönlich finde den Roten noch nicer und mit Willow spiele ich mit Abstand, mit allergrößten Abstand am wenigsten hier in diesem Spiel. Ich glaube, ich kann euch das hier jetzt auch nochmal zeigen, wenn ich hier die Agentin auswähle. Und zwar zum Beispiel jetzt hier mit Slate habe ich über 350 Kills, mit Willow habe ich 20 Kills. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich bin wirklich komplett ungeübt mit ihr, wahrscheinlich komplett lost, aber egal, wir probieren es einfach mal aus und schmeißen uns in eine Runde rein und gucken uns den Premium-Skin an. Hier könnt ihr den jetzt noch einmal so ein wenig in Nahaufnahme sehen. Ich denke mal, die weibliche Fraktion wird wahrscheinlich den pinken Skin bevorzugen. Ich persönlich finde den roten Skin wirklich sehr, sehr geil, zumal ich sowieso auch im Real Life ein sehr großer Freund von Schwarz-Rot-Kombinationen bin. Dann wollen wir ihn uns nochmal so anschauen. Ah, da hat hinten irgendwas draufgedruckt. Was ist denn das? So ein pinkes Monster und ein Teddybär hat sie mit dranhängen. Auf jeden Fall ganz nice Details. Das muss ich denen erlassen. Alter, habe ich ein Glück, dass ich den bekommen habe, denn mein Leben ist fast komplett down. Ich habe 7 von 170 noch übrig. Aber gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier ein bisschen an Leben rankomme. Ein bisschen konnte ich jetzt irgendwie wieder aufladen. Da ist noch eine. So, erstmal hier heftigen Schuss aktiviert. Das ist die Fähigkeit von ihr. Und dann haut wenigstens das, weiß ich nicht, Maschinengewehr, MP, was auch immer das ist, gut rein. Sieht aber echt geil aus, als ich eben gerade die Fähigkeit aktiviert habe, wie ich finde. Jetzt versuchen wir doch mal so ein bisschen Möchtegern-Sniper zu spielen. Na komm. Bam. No-Scope. Ich werde wahrscheinlich auch hauptsächlich No-Scopes machen. Aber vielleicht auf Krampf mal versuchen, hier so einen Scope-Treffer zu landen. Um euch das zu zeigen, wie das aussieht. Oha, okay. Na gut, dann eben halt noch ein Doppelkill. Was, Alter? Wie schnell sterbe ich denn mit der? Die hat tatsächlich nicht das größte Leben, obwohl ich dachte, das ist eigentlich eher so Medium. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr schnell gestorben eben gerade. Und ich glaube, das war der Slate, der da auf mich geschossen hat. Hey, hä? Ich wollte gerade sagen, wie hat der denn nicht getroffen? Oh, jetzt muss ich hier schnell durchrennen, denn ich brauche unbedingt Leben. Oh, sehr gut. Nicht ganz, aber dreiviertel refreshed. Oh, von hinten gleich der nächste. So. Den heftigen Schuss aktiviert. Ah, schade, war nur ein Assist. Hätte ich ein bisschen besser einsetzen können, aber egal. Dann gucken wir jetzt mal. Jetzt kommen die bestimmt genau von hier, war ja klar. Na komm, dich holen wir. Boah, das war hier keine schlaue Idee, was ich hier jetzt veranstaltet habe. Mal gucken, kann ich ihn bekommen? Boah, Glück gehabt. Also No-Scope kann man das Ding eigentlich auch ziemlich gut als Shotgun benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genauso präzise ist wie die Shotgun von Jet. Geht auf jeden Fall klar, aber ja, ist nicht meine Heldin. Spielen relativ viele, habe ich das Gefühl, aber ich war halt noch nie so der krasse Sniper-Dude. Na komm. Ah. Oh, das wollte ich gar nicht. Na egal, da ist auch einer. Komm. Schnell nachladen. Und jetzt einmal auf ihn. Hä? Ich dachte, da ist er. Ernsthaft? Oh, scheiße. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, dass der da jetzt tatsächlich wartet. Ich dachte, der ist jetzt geflüchtet. Aber gut, wie steht's aktuell? 10 zu 2. Ey, alter Schwede. Von wegen Gameplay-Blamage. Ich dachte, das wird jetzt so wirklich ohne Scheiß. Ich dachte, das wird richtig schlimm. Und ich mache hier, wenn ich Glück habe, eine 1er KD. Aber jetzt aktuell geht das ja tatsächlich noch ganz gut. Aber ich spiele auch viel mit ihrer Zweitwaffe. Weil mit der komme ich hier besser klar als mit der Sniper. Mit der Sniper kann ich zum Beispiel gedrückt halten, dann schießt sie nicht hintereinander. Ich muss halt wirklich immer manuell auf den Schussknopf drücken. Schade. Oh, ich wollte ihm No-Scope jetzt aus der Entfernung geben. Ja, das ist dann tatsächlich doch ein bisschen zu unpräzise. Aber in näherer Distanz, wie gesagt, kann man das Ding eigentlich ganz gut als Shotgun benutzen. So. Na gut, oder so. Bats, da habe ich ihn jetzt Shotgun-mäßig weggehauen. Und guck mal, ist hier noch einer, den ich irgendwie mit dem Scope holen kann? Nee.
Von wo kommen sie jetzt? Oh ja, da hinten ist sie. Oder er, nicht sie. Okay, das hat hingehauen. Mal gucken, falls hier einer hochkommt. Einmal diese Blendmine hinlegen. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Schade, der kam irgendwie gefühlt aus dem Nichts von hinten. Aber wenn wir uns nicht komplett blöd anstellen, dann können wir diese Runde tatsächlich doch noch gewinnen. So, ein bisschen Muni mitnehmen, kann nie schaden. So, einmal den krassen Schuss aktiviert. Das sieht so geil aus, wenn man den aktiviert, wie die Waffe so golden leuchtet. Das finde ich richtig cool gemacht, muss ich sagen. Na? Kommen da welche? Nee. Irgendwie nicht. Oh, da ist einer. Oh, da hat er mir geholfen. Oder den Kill geklaut, wie man es nennen möchte. Ah, schade, den wollte ich auch noch nehmen. Na gut, egal. Aber da haben wir jetzt tatsächlich noch gewonnen. KD 14 zu 4 ist auf jeden Fall echt okay. Und ich bin MVP aus meinem Team geworden. Also da habe ich jetzt wirklich, wenn dann eher mit einer umgedrehten KD gerechnet, mit 4 zu 14 oder so. Weil ihr habt ja auch gesehen, ich habe wirklich fast gar nicht mit der bisher gespielt. Jetzt habe ich 14 Runden gemacht. Was hatte ich vorhin? Knapp über 20 Kills oder so. Das heißt, mit der habe ich vielleicht 2-3 Runden gespielt von meinen fast 100 Runden bisher. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, der Skin gefällt mir persönlich sehr gut. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der krass auf Ping steht, also zumindest jetzt nicht bei solchen Skins in diesem Falle. Ich finde da den rot-schwarz-roten Skin auf jeden Fall irgendwie cooler. Da kommt irgendwie die Brille auch besser zur Geltung, finde ich. Aber wie dem auch sei, ist ein schöner Skin, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video ebenfalls gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Noch hoffentlich bis ganz bald, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.